Bei Gruner und Jahr in Hamburg ist einiges in Bewegung. Der Verlag sucht ja in Hamburg ein neues Hauptquartier. Dann ist da auch noch die Kölner Konzernschwester RTL, mit der man organisatorisch und inhaltlich immer weiter zusammenrückt. Und auch innerhalb des Hauses ist man zusammengerückt. Seit einem halben Jahr gibt es eine gemeinsame Online-Redaktion für die Marken Gala, Brigitte und Eltern. Darüber, wie das läuft, können wir jetzt sprechen mit Doris Brückner. Hallo, Frau Brückner in Hamburg. Hallo, Herr Trantow. Frau Brückner, Sie leiten diese Online-Großredaktion als Chefredakteurin. Sie haben mitten in der Pandemie umgebaut. Wie lief das und was haben Sie daraus gelernt? Da haben Sie total recht. Wir haben mitten in der Pandemie umgebaut. Und ich finde, man muss einfach mutig sein. Wir waren davon überzeugt, dass das der richtige Schritt ist. Die Pandemie macht es natürlich nicht unbedingt leichter, weil man sich, so wie wir zwei, eben tatsächlich eben nur virtuell sieht und nicht sich anfassen kann und miteinander auch mal um Themen ringt. Trotzdem waren wir eben überzeugt, es ist richtig. Also waren wir mutig und Mut wird belohnt. Wir sind zusammengerückt. Wir haben eine wunderbare große Redaktion mittlerweile und einfach eine größere Schlagkraft. Wir haben die Chance, uns zu unterstützen, voneinander zu lernen. Aber es gibt natürlich auch sehr viel unsexy Geschichten, die man machen muss. Das heißt also viele neue Wege der Kommunikation miteinander abmachen, neue E-Mail-Adressen und. Es ist einfach auch viel nebenbei, was man organisieren und in den Griff kriegen muss. Ja. Wie viele Menschen arbeiten denn jetzt unter dem, man muss ja momentan noch sagen, virtuellen Dach in Ihrer Redaktion? Also für wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Sie verantwortlich? Das wechselt tatsächlich immer. Wir haben viele Babys, die im Anmarsch waren und jetzt auch noch sind. Aber wir sind so ungefähr 65 Leute. Das ist wirklich eine große Redaktion. Aber natürlich haben wir auch immer wechselnd Praktikanten, Werkstudenten. Wir haben eine Zeit lang mit den Praktikanten aufgehört, weil wir nicht wussten, ob wir die gut onboarden können. Aber mittlerweile haben wir ein richtig gutes System für uns erschaffen, dass wir auch Leute wieder mit dazu holen können. Und unsere Ausbildung der Praktikanten geht also auch weiter. Die PR framet solche Redaktionszusammenlegungen ja immer ein bisschen anders, aber oft geht es ja bei Verlagen auch darum, Kosten zu sparen, wenn es darum geht, Redaktionen zusammenzulegen. Wie viel günstiger kommen Sie dem Verlag denn jetzt? Gar nicht günstiger, tatsächlich. Also es war keine Sparmaßnahme, sondern wirklich eine Maßnahme, dass wir gesagt haben, wir wollen unsere Kräfte bündeln und uns eigentlich mehr Freiheiten verschaffen. Also wenn jede Redaktion vor sich hin, ich meine es nicht böse, aber prügelt, Schwarzbrot muss gemacht werden, also die gute Arbeit muss ja erledigt werden, aber man hat weniger Zeit für Leuchtturmprojekte, für Herzensprojekte. Und die können wir uns jetzt leisten, weil wir uns eben untereinander unterstützen. Wenn eine Seite besonders gut funktioniert, kann man sich auf was anderes konzentrieren und es ist eigentlich für uns inhaltlich nur ein Plus. Gala, da blicken Sie ja auf recht phänomenale Zahlen. Das hat durchaus Erfolg, was Sie da machen. Oder hat da jemand am Zählwerk gedreht? Oder was machen Sie jetzt komplett anders? Da hat niemand an der Uhr gedreht. Wenn ich das wüsste, ist das nicht so ein Kindersong? Das wäre toll. Nein, das funktioniert nicht. Tatsächlich ist es wirklich Fleißarbeit, ganz viel. Also als ich vor ungefähr 6 Jahren angefangen habe, da lagen wir so bei 200, vielleicht mal 250.000 Visits am Tag. Und wir haben einfach an ganz vielen Rädchen gedreht, indem wir in den Schichtdienst gegangen sind. Dass wir arbeiten halt wirklich 24/7. Das macht schon mal viel aus. Wir sind sehr schnell, wir sind ein sehr gut eingespieltes Team und das Team liebt die Marken und liebt die Arbeit und das merkt man auch. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Gut, und dann testen wir natürlich tatsächlich auch alles und probieren Dinge aus und stellen fest, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Und ich glaube, wir alle, da muss man sich auch nichts vormachen, alle digitalen Medien sind natürlich von Algorithmen auch abhängig. Es läuft bei uns gut. Sie haben genau das gesagt. Wir sind ins Jahr mit 43 Millionen gestartet und sind dann im April bei 73 gelandet. Jetzt ist es wieder ein bisschen runtergegangen, aber wir machen wirklich eine fantastisch gute Arbeit, haben eine kleine Taskforce gebildet, die sich genau um SEO kümmert. Also nochmal zu schauen, wie müssen wir die Zeile nochmal vielleicht verändern? Ist das Foto wirklich das Beste? Also es ist nicht in dem Moment getan, wo man das Knöpfchen drückt und der Artikel, die Bilderstrecke, das Video veröffentlicht wird, sondern es ist auch danach noch dranbleiben, es nochmal verbessern, es noch schöner machen, noch wertiger für den User und eben auch
eigene Geschichten. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Es reicht eben nicht, Copy-Paste und die Nachricht rausblasen. Das gehört natürlich am Anfang auch dazu. Wenn das Baby von Meghan und Harry da ist, dann wollen wir es natürlich sofort wissen. Aber dann geht es eben auch in die Recherche. Was wissen wir darüber? In welchem Krankenhaus ist es geboren? Wie ist der Name? Wie muss ich das einordnen? Und da ranken sich wahnsinnig viele tolle Geschichten drumherum. Und die erzählen wir dann. Beim Stern ist es der Klimaschutz, aber da geht es dann auch um Frauenrechte. Bei Geo ist es ähnlich. Sie haben jetzt in Ihrer Online-Redaktion über Ihre Marken hinweg sich für die LGBTQ-Rechte stark gemacht, für die Community stark gemacht. Erzählen Sie ein bisschen von dieser Aktion. Naja, erstmal ist es ein ganz offizieller Monat, ein Pride-Monat, den wir genutzt haben. Und wir haben überlegt, was können wir eigentlich machen und passt das zu jeder Marke? Und ich glaube, das ist, glaube ich, auch das Geheimnis, warum es bei uns gut läuft. Weil uns ist sehr klar, was ist unsere Marke, für was stehen wir, was erwarten die Leute und wie wollen wir sein? Also das ist, glaube ich, das Allererste, was man eben auch machen muss, wenn man zusammenrückt und eine Gemeinschaft bildet. Und wir haben dann für uns überlegt, okay, wie können wir Pride erzählen? Und wir haben tatsächlich den ganzen Monat genutzt und übergeben uns immer den Staffelstab. Also wir sind bei Eltern gestartet mit Pride, haben wirklich tolle Sachen gemacht. Also unter anderem hat eine Regenbogenfamilie, die wahnsinnig sympathisch und toll war, ein Instagram-Takeover gemacht und hat uns einfach mit in ihr Zuhause genommen und ihre Geschichten erzählt. Es gab sehr, sehr viele Reaktionen von den Usern, also Begeisterung, Likes, Kommentare. Und da merkt man einfach, wir sind auf dem richtigen Weg. Dann wurde der Staffelstab übergeben an Brigitte. Mit Brigitte hatten wir jetzt auch eine wunderbare Woche. Da ging es auch um alle möglichen Dinge, also Mode, Make-up, solche Sachen. Jetzt ist Gala gerade zurzeit dran, tatsächlich. Da machen wir viel mit Prominenten, weil die beschäftigen uns auch und es soll gar nicht in den Vordergrund gerückt werden, aber es ist auch bei vielen Promis ein Thema und ich kann ja verraten, heute Abend zum Beispiel machen wir ein ganz wunderbares Gala-Konzert mit Sarah Proctor. Das ist eine ganz tolle, wunderbare Sängerin mit einer herrlichen Stimme, die eben die LGBTQ-Community unterstützt und selber auch so lebt. Und ich finde, so eine Awareness ist total wichtig. Und genau, und dann ist auch noch Barbara dran und da wird es noch ein bisschen frecher. Da geht es auch mal um klischeefreies Sexspielzeug und solche Dinge. Und das finde ich richtig. Überhaupt keine Frage, sich für Klimaschutz einzusetzen, für Gleichberechtigung, auch für Elternrechte, für Kinderrechte. Das sind alles ganz edle Themen. Aber die Journalismuspuristen fragen sich, ob das vielleicht in Richtung Aktivismus abgleitet und inwieweit solche Aktionen noch vereinbar sind mit dem Neutralitätsanspruch, den sich der Journalismus ja eigentlich auf die Fahnen schreibt. Was sagen Sie den Puristen? Für mich ist Journalismus auf jeden Fall, die Geschichten der Menschen zu erzählen. Und das sind emotionale Geschichten und sie sichtbar zu machen. Ich finde, das ist ein Unterschied, ob man Aktionismus macht und ob wir auf die Straße gehen oder ob wir einfach den Menschen eine Bühne bieten, um ihre Geschichte zu erzählen. Und ich glaube, es geht generell im Journalismus darum, alle Facetten aufzugliedern, zu zeigen, was ist möglich, wer steht auch dahinter, auch natürlich die Fakten hervorzuheben. Und dann muss aber jeder für sich selber entscheiden. Bloß manchmal kommt man eben auch gar nicht in Kontakt mit Menschen, die vielleicht anders leben wollen oder hat vielleicht auch keine Idee, wie kann ich nachhaltig selber mein Leben gestalten. Und dann, finde ich, ist es unsere Aufgabe, das eben aufzuzeigen. Und das tun wir. Ganz viel Erfolg für Ihre Pläne und ganz vielen Dank für Ihre Zeit heute, Frau Brückner. Vielen Dank, Herr Trantow.